Für Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel ist die Sache klar. Die hessische Koalition aus CDU und Grünen steht auf wackeligen Beinen. Eine Liebeshochzeit sei das mit Sicherheit nicht, sondern eher eine Art Zweckgemeinschaft zum Machterwerb bzw. Machterhalt, sagte Schäfer-Gümbel in Wiesbaden. Zwar enthalte der Koalitionsvertrag auch Lobenswertes, etwa zu den Themen Flüchtlingspolitik oder Antidiskriminierung. Trotzdem komme ich am Ende zum Ergebnis, dass jenseits dieser positiven Bemerkungen, die ich gemacht habe, dieser Koalitionsvertrag eher kein Koalitionsvertrag ist, sondern bei mir zumindest erscheint so ein bisschen wie ein schwarz-grüner Waffenstillstand. Am schlimmsten sei dabei die unseriöse Finanzplanung von Schwarz-Grün, so Schäfer-Gümbel. Die bisher bekannt gegebenen Haushaltsziele entsprechen nicht annähernd den Zahlen, die die SPD während der Sondierungsgespräche mit der CDU erfahren habe. Da werde wohl getrickst. Jenseits dieser besonderen Belastung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes will ich offen sagen, dass ich die Zahlen, die von Bündnis 90 und Union hier vorgestellt wurden zur Haushaltskonsolidierung, für nicht nachvollziehbar halte. Ich halte sie nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern ich glaube, dass hier nicht die volle Wahrheit öffentlich eingeräumt wurde. Auch weitere Punkte kritisierte der SPD-Chef, darunter die Bildungsvorhaben der Koalition. Und in Sachen Flughafen sieht Schäfer-Gümbel gar mehr Fragen als Antworten. Die Beschlüsse für mehr Fluglärmschutz im Rhein-Main-Gebiet bezeichnete er als, Zitat, Täuschungsmanöver und Beruhigungspille für die grünen Mitglieder. In Frankfurt fand Fraport-Chef Stefan Schulte zur gleichen Zeit sowohl lobende als auch kritische Worte für den schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag hier im Land Hessen betont die Notwendigkeit, dass sich der Flughafen auch weiterhin wettbewerbsfähig und wirtschaftlich entwickeln kann. Er betont genauso, dass alle weiteren Maßnahmen auch der Lärmminderung auf Basis des Planfeststellungsbeschlusses erfolgen müssen. Das sind erstmal sehr wichtige, sehr zentrale Aussagen für die Luftverkehrswirtschaft, für den Flughafen hier in Frankfurt. Wir sehen aber, das sage ich auch sehr offen, mit einer gewissen Sorge, dass im Tenor des Planfeststellungsbeschlusses auch Andeutungen für weitere Regulierungen, für weitere Betriebsbeschränkungen enthalten sind. Das ist für den Flughafen sehr, sehr schwierig. Weniger Probleme mit dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag hat man dagegen bei der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Hessen, wenngleich auch die hessischen Unternehmer nicht ganz frei von Bedenken sind. Positiv sehen die hessischen Industrie- und Handelskammern insbesondere die Felder Bildung und Haushaltskonsolidierung, und auch im Bereich der Infrastruktur werden gute Rahmenbedingungen gesetzt. Eine Gefahr für die hessische Wirtschaft sieht die IHK vor allem dann, wenn der Frankfurter Flughafen durch den Koalitionsvertrag weiter an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verlieren sollte, etwa durch eine weitere Ausweitung des Nachtflugverbots. Fazit: Nicht alle finden alles, was da in Schlangenbad beschlossen wurde, gut. Vieles aber eben auch nicht schlecht. Das größte Problem ist und bleibt der Frankfurter Flughafen. Hier hätte sich so manch einer sicherlich über ein paar klare Entscheidungen gefreut, anstatt über einen seltsamen Konsens um des lieben Friedens willen. Die Formulierungen zum heftigsten Streitpunkt zwischen Christdemokraten und Bündnisgrünen im Koalitionsvertrag sind vielen Kritikern schlichtweg zu schwammig.